Energy Radio, das Thema des Tages. Bei mir am Telefon hier auf Energy Radio ist jetzt die Sonja, und zwar von der Aktion Fairplay. Erstmal herzlich willkommen, Sonja. Ja, hallo. Sonja, geplant ist am Samstag, also dem 20. Juni, eine große Demonstration, auch mit Prominenten. Es geht um Zirkustiere, Wildtiere raus aus dem Zirkus. Was ist das für eine Aktion? Und zwar geht es uns darum, dass wir gerne eine große Demonstration machen möchten zum Thema Wildtierverbot oder im Prinzip auch komplett Tierhalteverbot in Zirkussen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es überhaupt nicht möglich ist, irgendein Tier halbwegs artgerecht zu halten in einem Zirkus. Man muss sich das bloß mal vorstellen, ein Elefant zum Beispiel, was der sonst für Strecken macht am Tag und wie der sich verhält mit seinen anderen Elefantenkumpanen, das ist im Zirkus ja gar nicht möglich, für gar kein Tier. Und die aktuellen Ereignisse mit dem Elefanten Benjamin, der ja ausgebrochen ist, haben ja auch gezeigt, dass es auch sehr gefährlich ist für Besucher einfach. Und von daher möchten wir da sehr gerne demonstrieren und den Druck auf die Politik erhöhen, dass endlich ein Wildtierverbot erlassen wird. Wir posten das bei Facebook ja auch immer wieder, dass dann zum Beispiel jetzt gerade die Niederlande ein Wildtierverbot für Tiere im Zirkus erlassen haben. Warum klappt das in Deutschland nicht? Wer ist dagegen und vor allen Dingen warum? Weißt du das? Also das ist für mich auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil für mich ist es so offensichtlich, dass es verboten werden muss und um uns herum und auch nicht nur Niederlande oder irgendwelche Nachbarländer verbieten das. Es verbieten ja auch Länder, wo man denkt, Respekt, also Bosnien-Herzegowina verbietet es, Estland und Peru und wirklich Länder, wo man denkt, Deutschland müsste doch viel weiter voran sein in Sachen Tierschutz. Genau. Aber wir hängen einfach hinterher und der Bundesrat hat das schon ein paar Mal angestoßen gehabt und das zuständige Ministerium hat das anscheinend abprallen lassen. Und momentan ist es wohl auch so, dass in der Großen Koalition die CDU das ist, die das blockiert. Da gab es vor einer Weile von Frontal 21 einen ziemlich guten Bericht. Da hieß es dann auch, dass 60% der Bundesbürger für ein Wildtierverbot sind und auch 60%, glaube ich, ungefähr der CDU-Wähler tatsächlich dieses Wildtierverbot stützen würden. Aber die CDU blockiert das aus mir nicht ersichtlichen Gründen. Vielleicht hat da irgendjemand Aktien am Zirkus, man weiß es nicht so genau. Man weiß es wirklich nicht, nein, man kann nur spekulieren. Das ist richtig, da kann man nur spekulieren drüber. Nochmal zur Demo am Samstag, also Aktion Fair Play Berlin. Das ist wird eine Großdemonstration, da gibt es auch prominente Unterstützung. Genau, wir haben das Glück, dass wir schon seit einer Weile mit der Schauspielerin Anne Menn zusammenarbeiten. Die kennt man am ehesten von ihrer Rolle in GZSZ. Und dann haben wir noch Unterstützung bekommen von ein paar bekannteren YouTubern. Das ist eher so für die jüngere Generation, wird es wahrscheinlich kennen. Das ist die Barbirella und ihr Freund Cheng. Die machen auf YouTube ziemlich lustige Videos und haben jetzt auch uns unterstützt in Sachen Tierschutz. Haben da vor kurzem ein ziemlich beeindruckendes, aber auch sehr bedrückendes Video gedreht, um sich auch für das Wildtierverbot stark zu machen. Und die werden uns alle am Samstag unterstützen. Um 14 Uhr geht's ja los, direkt am Neptunbrunnen in Berlin. Kann ich da eigentlich noch dazukommen, wenn ich da gerne dabei sein möchte? Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns über jeden Unterstützer. Wir streben natürlich an, eine ganz große Demo zu machen, eine laute, starke Demo. Es gab vor einer Weile in München schon mal eine Demonstration mit, ich glaube, circa 500 Teilnehmern. Das war schon super, das möchten wir unbedingt auch schaffen, damit wir endlich jetzt wirklich was erreichen können. Von daher, jeder, der Zeit hat, soll noch seine Familie einpacken und mitkommen und dann mit uns um 14 Uhr am Neptunbrunnen starten. Wie geht's dann los? Also ihr zieht dann im Marsch sozusagen bis zum Bundestag, ne? Genau, wir laufen am Neptunbrunnen los. Für die Nicht-Berliner oder so, das ist in der Nähe vom Fernsehturm. Und dann laufen wir quasi einmal durch die Innenstadt. Wir laufen unter den Linden lang, Leipziger Straße und dann Richtung am Brandenburger Tor vorbei und dann zum Bundestag und weiter zum Bundeskanzleramt. Ich habe gelesen, dass Daniela Böhm, das ist ja die Tochter des verstorbenen Schauspielers Karl-Heinz Böhm, die ist in der Zwischenzeit ja auch in München bekannt als Tierrechtlerin, die wird auch mit dabei sein. Genau, die unterstützt uns auch. Die ist sehr, sehr engagiert in Sachen Tierrecht, macht bei vielen Demonstrationen sehr tolle, bewegende Reden. Und die haben einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie uns in Berlin auch unterstützen würde. Und die hat auch sofort zugesagt und wird dann für uns eine Rede halten. Dann wollen wir nur hoffen, dass das Wetter natürlich mitspielt. Da gehen wir jetzt mal von aus, dass alles in Ordnung sein wird. Schönes Wetter und ganz, ganz viele Leute kommen werden. Wo kann ich mich noch mehr erkundigen über die Aktion? Wo finde ich noch weitere Einzelheiten, wenn ich noch was wissen will? Also am praktischsten
findet man tatsächlich über Facebook Informationen. Wir haben unsere Facebook-Seite, die ist ja auch für Leute, die nicht bei Facebook angemeldet sind, öffentlich einsehbar, Aktion Fair Play. Und dort posten wir alles an neuen Informationen, nochmal an Aufrufen. Da findet man auch die direkte Veranstaltung, wo man dann uns kontaktieren kann. Das ist, glaube ich, am besten, wenn man sich da informiert. Sonja, vielen Dank jetzt erstmal für diese Information, für alle, die mitmachen möchten. Samstag, also morgen 14 Uhr am Neptunbrunnen in Berlin geht's los. Dankeschön und viel Erfolg für die Aktion. Ja, vielen Dank auch dir.